Über 10.000 Mal müssen die Polizisten in Deutschland jedes Jahr von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen. Doch nur jeder hundertste Waffeneinsatz richtet sich gegen Personen und das zumeist aus Notwehr. Oberkommissarin Hanna Held und Kommissarin Katja Wolf ahnen nicht, dass es jetzt ebenfalls zu einer solch gefährlichen Konfrontation kommt. Egon 1122 von Egon. Egon 1122 hört. Fahrt zum Bauernhof Brohlmann, Hochfürstenstraße 70. Frau Brohlmann meldet verletztes Kind, RTW Holt. Ja, verstanden. Kurfürstenstraße 70. Wir fahren. Die Beamtinnen sollen sich um einen kleinen Jungen kümmern, der in einer Scheune vom Heuboden gefallen ist. Gefunden hat ihn die Bäuerin. Sie kennt das Kind aus dem Viertel und hat nicht nur die Polizei, sondern auch die Mutter alarmiert. Hallo. Hallo. Sie haben angerufen. Ja. Was ist passiert? Ja, ich wollte meine Tiere füttern. Hallo. Da liegt der kleine Jonas hier. Kannst du uns hören, Jonas? Was ist denn passiert? Haben Sie auch den Krankenwagen? Ich bin runtergefallen. Du bist runtergefallen? Genau. Und was tut dir alles weh? Der Arm. Der Arm? Und unten alles. Okay, der Arzt kommt sofort, der kümmert sich um dich, ja? Der RTW ist ja gleichzeitig mit uns eingetroffen, deshalb konnten wir relativ schnell auch an die Rettungskräfte übergeben. Hallo, guck mal. Was hast du denn da oben gemacht, Jonas? Hast du da gespielt? Ich war geschlafen. Du hast geschlafen da oben? Weil mein Papa sich mit jemandem gestritten hat. Oh, okay. Wohnst du denn hier auf dem Bauernhof? Nein. Nein? Wir kennen uns. Die Mutter kauft schon mal Milch hier und... Okay, also Sie gehören hier zu dem Hof und der Kleine? Das ist mein Hof, genau. Ja, okay. Also, was ist passiert? Was ist passiert? Nicht in Bewegung, okay? Was ist passiert, Schatz? Die Eltern des Jungen sind geschieden. Der Kleine sollte die Nacht bei seinem Vater verbringen, war jedoch Hals über Kopf getürmt. Da er in der Dunkelheit den Weg zur Wohnung seiner Mutter nicht fand, übernachtete er in der Scheune. Kannst du uns noch sagen, wo dein Vater war, bevor du abgehauen bist? In seinem Wohnzimmer. In seinem Wohnzimmer? Und ging es denn deinem Papa gut? Nein, der hat sich mit jemandem gestritten. Mit jemandem, okay. Der Mann, der da war, der hat gesagt, wenn er ihm nicht das Geld gibt, dann fackelt er das Haus ab. Da habe ich Angst bekommen. Ah, okay. Ja, das hört sich auch nicht gut an. Das hast du richtig gemacht. Aber du, nächstes Mal rufst vielleicht deine Mama an noch. Also wie wir hier sehen konnten, war das schon eine beachtliche Höhe. Also es waren bestimmt 2,5-3 Meter, die der Junge runter auf die Steine gefallen ist. Und hier vor Ort der erste Eindruck oder die erste Untersuchung zeigte, dass er wohl am Arm verletzt ist und eine leichte Kopfverletzung hat. Allerdings kann man schon sagen, dass er aufgrund der Fallhöhe doch noch eher Glück im Unglück hatte. Haben Sie mal gehört, dass Ihr Mann Probleme hat? Okay. Nein, überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht, warum. Also es ist jetzt so, dass Ihr Sohn gerade erzählt hat, dass da jemand anders noch in der Wohnung war und dass die sich gestritten haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist kein Grund. Mein Ex-Mann ist wirklich ein ganz liebevoller Papa. Er ist ein herzensguter Mensch. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich kann mir das alles überhaupt nicht erklären. Können Sie mir die Straße sagen, wo Ihr Ex-Mann wohnt? Ja, da sagen Sie mir mal den vollen Namen von Ihrem Mann. Steffen Reuer. Steffen Reuer. Ja? Wir holen uns dann die Adresse. Das ist hier vorne um die Ecke, das ist nicht weit. Das sind 2 Straßen weiter. Ja. Ich bin gerade völlig durch den Wind. Also Ihr Sohn, der hat keine anderen Verletzungen, so weit wie es gesehen wird. Und der wird jetzt erstmal auf alle Fälle ins Krankenhaus gebracht. Sie können da auch gerne mitfahren. Ja, auf jeden Fall. Ja? Und wir werden uns mal um Ihren Mann kümmern. Ja, bitte. Und bitte informieren Sie mich auch, was da los ist. Weil er geht auf die ganze Telefon. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Der kleine Junge muss rasch zur Behandlung ins Krankenhaus. Kommissarin Wolf kann ihm jedoch noch einen entscheidenden Hinweis zum Sachverhalt entlocken. Als ich aus dem Wohnzimmer rausgegangen bin und aus dem Fenster geklettert bin, habe ich einen blauen Mustang gesehen. Ein Mustang? Der Motor hat noch gelaufen. Und wo stand der Mustang? An der Straße, an dem Fenster, an meinem Kinderzimmerfenster. Am Kinderzimmerfenster? Ja. Und das ist direkt vor der Tür quasi, direkt zur Straße raus? Mhm. Okay. Und waren denn da noch Leute in dem Auto? Mm-mm. Aber der Motor war an. In dem Fall wären unsere nächsten Schritte, dass wir erstmal die Adresse des Vaters ermitteln. Also fahren wir dorthin, kriegen die Adresse schon von unserer Zentrale mitgeteilt, versuchen mit dem Vater des Kindes zu sprechen und Licht in die ganze Sache reinzubringen und werden dann auch feststellen, ob eine Straftat stattgefunden hat oder nicht. Doch die Ermittlungen geraten ins Stocken, denn der Vater ist nicht zu Hause und kann von den Beamtinnen nirgendwo ausfindig gemacht werden.
Für die Suche nach dem Mann benötigen die Kommissarinnen daher weitere Informationen über ihn. Die erhoffen sie sich von seiner Ex-Frau und bestellen sie aufs Revier. Hallo, wie geht's Ihnen denn jetzt? Ich bin noch ein bisschen erledigt, ne? Ich bin völlig durch den Wind noch, also das war mir alles zu viel. Ja, und wie geht's Ihrem Sohn? Ja, der ist jetzt erst verseucht, der Arm ist wohl gebrochen. Er ist jetzt noch im Krankenhaus, aber er ist gerade Gott sei Dank eingeschlafen. Deswegen konnte ich dann ganz schnell einmal. Okay. Also schön, dass Sie noch mal gekommen sind, weil wir waren heute Morgen noch mal bei Ihrem Ex-Mann in der Wohnung. Nachdem der kleine Junge mit dem RTW von dem Bauernhof abtransportiert wurde, haben wir uns auf den Weg gemacht zu der Wohnung des Herrn Schütz. Vor Ort konnten wir niemanden antreffen. Wir haben auch den Herrn Schütz dort nicht angetroffen. Allerdings konnten wir durch Fenster und die Terrassentür einen Einblick in die Wohnung gewinnen. Und was auffällig war, ist, dass die ganze Wohnung in einem extrem chaotischen Zustand war und alles war verwühlt. Also wir würden jetzt noch mal versuchen mit dem blauen Mustang, der wird ja in Duisburg zu finden sein. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, also wenn einer autoverrückt ist, dann mein Sohn. Ja. Also seitdem der ganz klein ist, der hat angefangen Modellautos zu sammeln, der hat jede Automarke, alles weiß der auswendig. Und wenn der Ihnen sagt, da stand ein blauer Mustang, ja, dann können Sie Gift drauf nehmen, dass es wirklich ein blauer Mustang war. Okay. Wir versuchen es mal mit den Eckdaten. Probieren können wir es ja und dann mal sehen, was bei rauskommt. Der Junge konnte sich nicht nur die Automarke, sondern auch Teile des Kennzeichens merken. Damit finden die Polizistinnen eindeutig den Halter des Fahrzeugs. Ja, aber was ist denn mit diesem Mann? Steht da irgendwas? Ist da irgendwas, was darauf hindeutet, was wir machen? Also der ist uns auf jeden Fall schon bekannt. Ja. Wegen Betreibung illegaler Casinos. Casinos? Spielt ihr mal? Nein, auf gar keinen Fall. Treffen. Also das kann nicht sein. Mein Mann spielt nicht. Wir sind ja mittlerweile getrennt, aber das wird er nie tun. Ja. Also weder Drogen noch Glücksspiel. Nein, das ist nicht Steffen. Durch die Halterabfrage von dem blauen Mustang konnten wir den Herrn Monheim ausfindig machen. Wir wissen, dass er uns bereits polizeilich bekannt ist und dass er wohl irgendwie in diese ganze Geschichte verwickelt sein muss. Und da uns die ganzen Umstände also ja, etwas eigenartig vorkommen, gehen wir auf jeden Fall der Sache gemeinsam mit den Kollegen von K. auf den Grund. Dann würden wir Sie bitten, warten Sie mal kurz hier. Ich spreche mit unseren Kollegen, die sind ja hier im Haus. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Ja, dann sagen wir Bescheid, damit ich zurück ins Krankenhaus kann zu meinem Sohn. Ja, genau. Okay. Gehst du einmal rüber, oder? Ja. Hanna Held zieht Kriminaloberkommissar Boris Peters und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert zur Unterstützung hinzu. Prinzipiell arbeiten natürlich die Uniformierte und die Kriminalpolizei Hand in Hand. Wenn die Kollegen einen Fall bekommen, wo sie meinen, dass wir uns als Kriminalpolizei ermittelnde Behörde einschalten sollten, reden wir da ganz offen drüber und entscheiden dann eigentlich gemeinsam, wer weiter bearbeitet, ob es einen Anfangsverdacht gibt oder nicht. Und dann schalten wir uns ein, das ist üblich, ja. Illegales Glücksspiel. Genau. Hat er eine Spielbank oder? Ein Casino. Casino. Ja. Schon haben wir aufgefallen. Schick dir mal hoch, wir unterhalten uns mal. Hört sich ja an, Anfangsverdacht, eventuell Raub. Eventuell was weiß ich, was da passiert ist. Wir müssen das mal auf jeden Fall, können wir uns das mal anschauen. Wer weiß, was dahinter steckt. Ja. Hört sich sehr komisch an zunächst. Dass der Vater verschwindet, wenn er überhaupt keine Vergangenheit in der Richtung hatte, dass er irgendwie unzuverlässig war oder so. Dass der Vater den Sohn nicht sucht oder als vermisst meldet. Ja, genau. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Und als erstes ruft man ja die Mutter an. Ja, wir vermuten. Ist auch seit gestern 22 Uhr. Also gestern 22 Uhr hat der Junge die Wohnung verlassen. Okay. Und jetzt ist er auch schon 12 Stunden. Der Junge ist im Krankenhaus? Der ist im Krankenhaus, genau. Die Mutter ist hier. Die ist jetzt gerade hier, die würde auch gerne wieder zurück ins Krankenhaus gehen. Aber wir wollten es jetzt mal klären mit euch, ob ihr da uns vielleicht ein bisschen unterstützen könnt. Ja. Also nehmen Sie gleich mit, ne? Ja, gehen wir hoch ins Büro. Nehmen wir Sie gleich mit. Die Kriminalpolizei wird dann aktiv, wenn es sich um schwere Straftaten handelt. In Anbetracht des verdächtigen Mustang-Fahrers ist der Fall schnell klar. Also das ist jetzt der Halter von dem Mustang und hier ist im Prinzip vorbestraft Treiber illegal. Richard, Ricky, kennst du auch? Monheim, ja klar. Der ist euch mehr als der ein Mitglied-Typ. Okay. Ja, klar. Nein, bis jetzt brauchen Sie sich keine Sorgen machen, aber lass uns mal unterhalten. Der Herr Monheim, der als Beschuldigter erschien, ist uns bekannt, der ist vorbestraft. Das war für uns der Grund, uns dann definitiv einzuschalten, weil wir natürlich wissen, der Herr Monheim, illegales Glücksspiel, es war auch schon Nötigung dabei, dann schalten wir uns ein, selbstverständlich.